Hallo Fahrradfreunde, in diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr ein französisches Ventil aufpumpt, ein sogenanntes Clavron-Ventil oder Presta-Ventil, so wird das genannt in der Branche. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen trivial. Oder für die meisten von euch ist es halt eigentlich auch Alltag, so ein Fahrradventil, so ein Clavron-Ventil aufzupumpen. Allerdings, und aus eigener Erfahrung sage ich das, ist es tatsächlich so, dass wenn ihr mit dem Ventil noch nicht vertraut seid, kann es tatsächlich ein Hindernis sein. So. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele Kunden zu uns in den Laden kommen und sagen, oh, könnt ihr uns mal helfen, hier das Fahrrad aufzupumpen? Ich kriege da irgendwie keine Luft auf den Schlauch. Und das liegt dann meistens einfach daran, dass diese Bedienung des Clavron-Ventils nicht unbedingt selbsterklärend ist, wenn man es jetzt noch nie gesehen hat. Deswegen mache ich das jetzt mal für euch kurz vor. Fangen aber erstmal damit an, was ist eigentlich ein Clavron-Ventil, wie ist es aufgebaut und was hat das eigentlich für einen Sinn? Diese Clavron-Ventile werden inzwischen eigentlich ganz gerne verbaut bei den Fahrrädern, weil sie halt verschiedene Vorteile haben. Sie sind ein bisschen leichter, so, sie brauchen nicht so die großen Ventilbohrungen, ja, also das ist vielleicht auch ganz praktisch, aber eigentlich der größte Vorteil liegt darin, dass sie halt sehr druckbeständig sind. Also die gehen bis 15 Bar Druck, deswegen werden sie halt ganz gerne am Rennrad verbaut. Und der andere Vorteil ist halt, es gibt sie halt auch in relativ langer Länge. So, also ihr seht es hier ganz gut, 45 mm Hochprofilfelge und schönes französisches Ventil drauf. Ja, am Rennrad eigentlich der Standard. Und wenn ihr auch höhere Felgen fahrt am Rennrad oder noch, also bei 80 mm und so weiter, da gibt es dann sogar noch extra lange Ventile und eine Ventilverlängerung noch dazu. Ja, soviel erstmal zum Clavron-Ventil an sich. Ja, also ein sehr hoch druckbeständiges Ventil und eigentlich auch lange Luft halten. Das ist ganz praktisch. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum Eingemachten, und zwar, wie kriege ich es denn eigentlich aufgepumpt? Ich habe mir hier einmal so einen Schlauch mitgebracht, ja, um euch das mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Das ist hier im Prinzip einmal in Verpackung. Gibt es ja eigentlich inzwischen auch für nicht nur Rennrad, sondern auch Mountainbikes und alle möglichen anderen Fahrräder in jeder Größe und in jeder Breite verfügbar. Und das Clavron-Ventil sitzt hier oben drauf im Schlauch. So sieht das Ganze dann aus, ne? Ist dieses dünne Ventil. Ihr habt da drüber eine Staubkappe, das kennt ihr natürlich auch. Und hier diese Überwurfmutter, die dann auf die andere Seite auf die Felge kommt, damit das Ventil bei der Montage am Platz bleibt. Und jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Punkt, und zwar hier oben drauf. Auf dem Ventil, seht ihr, ist so ein kleiner Stab. Und auf diesem Stab, und das ist so das eigentliche Geheimnis, ja, was euch keiner verraten will, auf diesem Stäbchen sitzt eine Rändelmutter. Und diese Mutter ist manchmal ein bisschen schwer aufzudrehen, deswegen kommt nicht jeder gleich drauf. Aber wenn ihr die aufdreht und bis ganz hoch dreht, braucht ihr euch auch keine Sorgen zu machen, die fällt nicht ab, könnt ihr wirklich bis ganz oben hindrehen. Dann könnt ihr dieses Stäbchen reindrücken und dann ist auch die Möglichkeit da, dass Luft rein bzw. eben auch raus kann. Natürlich braucht ihr erstmal eine passende Luftpumpe. Da kommt es ein bisschen darauf an, welchen Aufsatz ihr nehmt. Ja, also wenn ihr den austauschen könnt, müsst ihr natürlich schauen, dass es dann auch der Presta bzw. das Clavron auf Satz ist, das steht dann entweder drauf, oder wenn ihr so eine Doppelkopfpumpe habt, dann nehmt ihr halt den dünneren Aufsatz, der eben für den dünneren Ventildurchmesser ist, ne? Also nicht den breiten für die Schraderventile oder eben sogenannten Autoventile. Ihr schraubt erstmal natürlich eure Staubkappe ab, damit ihr ans Ventil rankommt. Dann als nächstes Rändelmutter ganz nach oben. Nochmal kurz drauf tippen vorm Aufpumpen mache ich halt immer, weil es manchmal sein kann, dass durch Staub oder eventuelle andere Verunreinigung, das Ventil so ein bisschen verklebt ist und dass dann halt dadurch eben keine Luft reinkommt. Also man geht erstmal auf Nummer sicher, dass die Luftzufuhr wirklich gegeben ist. Als nächstes nehmt ihr eure Pumpe, im Idealfall so eine Standluftpumpe mit Manometer, dass ihr eben auch wisst, wie viel ihr gerade drauf pumpt. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie viel auf eurem Reifen kann, das steht dann immer drauf. Hier in dem Fall bei diesem schönen breiten Mountainbike-Reifen sind es bis 3,5 Bar. So. Genau. Okay. Setzt die Pumpe richtig ordentlich tief auf das Ventil auf, macht euren Hebel rum, so dass das halt auch alles gut hält, ja, nicht von selbst abgehen kann. Und dann schaut, dass er anfängt zu pumpen, bis auf euer gewünschtes, ja, bis auf euren gewünschten Luftdruck. Ihr seht schon, durch den Luftdruck im Reifen wird halt dieses Stäbchen permanent nach außen gedrückt und dadurch ist das Ventil halt dicht. So, ja, okay. Als nächstes Rändelmutter wieder drauf, richtig schön zumachen. Und ja, das war's schon. Easy.
Würdet ihr das Ganze jetzt nicht machen, also die Rändelmutter nicht hoch, dann würdet ihr schon merken, ja, das ist eben das Problem, was dann eben bei den meisten, die sich damit noch nicht vertraut gemacht haben, auftritt. Ihr macht die Pumpe drauf, macht sie fest und dann fangt ihr an zu pumpen und es passiert einfach nichts. Ich krieg hier keine Luft rein. Oh. Ja, jetzt habe ich hier schon, keine Ahnung, 15 Bar drauf, laut meinem Manometer, aber das kann natürlich nicht sein. Einen kleinen Tipp habe ich noch für euch. Besorgt euch vielleicht für unterwegs so einen kleinen Adapter, die gibt es nämlich auch. Habe ich hier zum Beispiel an meinem Schlüssel immer dabei. Die könnt ihr da auf dieses französische Ventil drauf drehen. Es funktioniert im Prinzip genauso. Ihr dreht erstmal die Rändelmutter hoch, dann nehmt ihr euren Adapter, macht den drauf und dann könnt ihr nämlich dieses Ventil ganz normal verwenden wie ein Autoventil, sogenanntes Schraderventil. Und das hat halt den Vorteil, dass, angenommen, ihr hattet mal einen Platten oder so, oder wenn ihr nicht mit allzu hohen Luftdrücken fährt, dass man zur Not nochmal an der Tankstelle mit dem Kompressor ein bisschen Luft drauf machen kann. Beim Kompressor an der Tankstelle muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Das heißt, das Problem ist halt, dass relativ viel und relativ schnell Luft drauf kommt mit so einem Kompressor an der Tankstelle, weil der halt für großvolumige Autoreifen gedacht ist. Deswegen das immer ein bisschen Vorsicht genießen. Oder falls ihr eben zu Hause auch einen Fahrradkompressor oder eine Fahrradluftpumpe habt, die nur Autoventile kann, warum auch immer. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und ciao bei Lucky Bike TV.